Ein ganz herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Heute habe ich darüber nachgedacht, wie nütze ich meine Vorbildfunktion. Jesus sagte heute in der Bergpredigt, wer die Gebote Gottes hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Immer wieder merke ich, wie wichtig es als Oberer ist, den Mitbrüdern ein gutes Vorbild zu geben. Gerade meine Schwächen werden sehr schnell nachgeahmt. Denke ich an den Schokoladenvorrat in meinem Zimmer, den ich dann beseitigt habe. Zum Glück finde ich auch Nachahmer im Ringen um das Gute. Besonders Freude macht mir, wenn ich die Brüder sehe, wie sie es nachahmen, täglich das Wort Gottes zu betrachten und untereinander zu teilen. Und große Freude bereitet mir auch, wenn ich sehe, wie auch die Brüder das vertrauensvolle Segnen jeden Tag nachahmen. Ja, Jesus ist uns mit seinem Vorbild vorangegangen. Er hat nicht nur schön gepredigt, sondern hat alles, was in der Bibel über ihn geschrieben stand, auch alle Schwere bis zum Letzten erfüllt. Ähnlich sehen wir es bei seiner Mutter, bei Maria, der Mutter Gottes. Sie kommt uns gerade durch ihr Vorbild zu Hilfe. Wir sehen sie, wie der heilige Papst der Paul VI. Schreibt, als Betende, als Hörende und als opfernde Jungfrau. Ja, Paul VI. Schreibt, dieses Vorbild hat großes Gewicht. Denken wir an den Ausspruch, Worte belehren, Beispiele ziehen an. Es ist so im Leben. Die Worte der Eltern haben mehr Einfluss, wenn sie durch das Beispiel der Lebenshaltung bekräftigt werden, die sowohl von menschlicher Klugheit als von göttlicher Weisheit bestimmt ist. Ja, so war es auch in meinem Elternhaus. Meine Eltern haben uns das Leben nach den Geboten Gottes mit ihrem Vorbild gelehrt. Und ein kleines Beispiel dafür. Als Kinder haben wir gesehen, wie die Mama in der Früh mit ihrem Fahrrad in die Kirche geradelt ist, zur Heiligen Messe. Was haben wir kleine Kinder gemacht? Auch wir nahmen unsere Fahrräder und sind der Mama hinterhergefahren. Oder ein anderes Beispiel. Als Kind haben wir gesehen, wie die Mama ihre Gebetsecke hatte, wo sie morgens und abends immer für uns gebetet hat. So haben wir auch Kinder uns eine Gebetsecke eingerichtet und diese Gebetsecke habe ich in meinem Zimmer bis heute. Ja, Jesus, wir bitten dich, hilf uns, dein Wort ganz tief in uns aufzunehmen, damit wir nicht nur mit Worten dein Evangelium verkünden, sondern vor allem durch unser Leben. Zeige uns, Herr, deine Wege. Führe uns in deiner Treue und lehre uns. Und so segne und schütze euch alle auf die Fürsprache der unbefleckten Gottesmutter Maria, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.